Hallo, ich möchte mich nochmal bei Adriana bedanken, die mir diesen Smoothie Maker geschenkt hat, zugeschickt hat. Das ist sehr nett von ihr gewesen. Vielen Dank dafür. Ich kenne Leute, die sich Freunde nennen, oder teilweise auch Leute aus der eigenen Familie, die sowas nicht für mich machen würden. Deshalb habe ich mich natürlich doppelt, dreifach gefreut. Das ist sehr gut für mich, weil ich viel Sport mache und dann kann ich mir meine eigenen Smoothies. Ich mache dann hauptsächlich mache ich mit Bananenmilch, bisschen Proteinpulver. Diesmal habe ich ein bisschen Ananas. Leider habe ich nur Ananas aus der Dose, weil frische Ananas zurzeit sehr teuer sind. So ein Smoothie Maker ist aber nicht nur gut für Sportler, sondern auch Christen können davon profitieren. Es gibt nämlich im Internet sogar Rezepte für Leute, die fasten. Wenn ihr zum Beispiel länger fastet als eine Woche, dann ist das natürlich, kann das auch auf die Gesundheit gehen, weil der Körper braucht natürlich zwischendurch Nahrung. Wenn ihr aber fastet und wollt dem Körper nur wenig Nahrung zufügen, dann gibt es extra Rezepte für Smoothies, wo die Inhaltsstoffe drin sind, die der Körper braucht, aber wo ihr trotzdem euer Fasten nicht ganz aufgeben müsst. Also nochmals herzlichen Dank, liebe Adriana. Ich hoffe, dass ich das irgendwann wieder gut machen kann. Also vielen Dank und tschüss.